Die News der Woche 42, nur noch 10 Wochen, bis das Jahr vorbei ist. Es ist ein Nachfolger vom 9-Euro-Ticket gefunden. Tag der offenen Tür in Nürnberg. Und wie sieht es eigentlich mit der Landesgartenschau 2030 aus? Bund und Länder haben sich auf einen Nachfolger vom 9-Euro-Ticket entschieden. Das 49-Euro-Ticket ermöglicht es allen durch ganz Deutschland damit zu fahren. Beginnen soll ca. der 1.1.2023 sein. Vom Bund werden ca. 1,5 Milliarden Euro finanziert und von den Ländern wird der Rest mitfinanziert. Am Wochenende gab es in der Stadt Nürnberg Tag der offenen Tür, die einen Blick hinter die Arbeit blicken lassen, wie im Kläranlage, Behörde oder auch Organisationen, die auf dem Hauptmarkt gut besucht waren. Laut Pressemeldung waren es ca. 120.000 BesucherInnen an 3 Tagen vor Ort. Am Freitag hat Oberbürgermeister Markus König die Urkunde vom Umweltminister Thorsten Klauber erhalten. 2030 ist die urbane Gartenschau in Nürnberg und aktuell laufen die Planungen um die Gestaltung der Landesgartenschau. Wir halten euch hier auf der Webseite und hier beim News der Woche auf dem Laufenden. Wie das alles noch so wird, ich freue mich und ja, und da waren schon wieder die News der Woche. In einer Woche geht es weiter. Schönen Tag, macht gut, bleibt gesund.